den Rundgang von der Zweizimmerwohnung hier in der Rosenheimer Straße. Neben dem Fahrstuhl haben wir hier das Treppenhaus, sehr großzügig und alles sehr gepflegt. Wir gehen jetzt weiter im Gang zur Wohnung. Die Wohnung ist hier ganz in der Südseite. Man schaut auch hier in den Hof hinein mit Bäumen. Der Hof ist sehr ruhig. Kommen wir jetzt hier in den Eingangsbereich, groß genug, dass man da auch eine Garderobe platzieren kann. Genau, jetzt hier ist das Bad raumhoch gefliest. Komplett sonst in weiß mit ein paar blauen Akzenten. Tageslichtbad mit Badewanne. Jetzt kommen wir hier in den Wohn-Ess-Bereich, sehr großzügig, auch mit knapp 30 Quadratmetern, wo man hier jetzt aktuell sehr gut einen Esstisch hinstellen kann. Hinten in dieser Ecke, die ist ein bisschen dunkler, da kann man aber sehr gut eine Couch hinstellen. Und ein Fernseher, jetzt sind wir hier in die Küche. Und dort kann man natürlich entsprechend die Einbauküche mit einbauen. 6 Quadratmeter groß ungefähr und hier ist jetzt auch schon das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer hat knapp 10 Quadratmeter, groß genug für ein breites Bett und auch noch einen Kleiderschrank. Auch hier, das geht dann zum Innenhof rein. Haben wir überall Parkettboden, Eichenparkettboden, der wird eben gerade aktuell noch aufbereitet. Und jetzt gehen wir raus hier zum Balkon. Der Balkon ist auch ziemlich groß, sowohl von der Breite als auch von der Tiefe. Also da kann man sehr gut einen Tisch mit zwei Stühlen hinstellen. Man hat hier die Rosenheimer Straße, auch Bäume dazu und über sich hat man nur noch den Himmel. Genau, das war eine kurze Durchführung durch die Wohnung.